Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, willkommen zu We Are Football, gemeinsam mit dem Dago. Hallöchen zusammen. Hey, du kannst es so schön aussprechen, Mensch. Dago. Als würdest du das nicht zum ersten Mal machen. Das We Are Football aussprechen. Der Dago. Ja. They go and come. They goes and come. Gut. Weiter geht's. So. Gegen Bayern. Gut, kann ja so schön. Wollen wir die Woche planen? Ja, klar. Wie wär's mit Strick holen? Strick holen. Lass uns das einfach schnell hinter uns bringen. Oh, hat richtig gut geklappt hier, mit den Leuten zu sprechen. Danke. Ja, die Form wird immer weniger. Die Leistung war jetzt gut, bei Nübel kann man es nicht bewerten. Der hat einfach nur einer reingelassen, das war's dann. So viel haben wir von ihm nicht gesehen. Mhm. Kann er gegen seinen Ex-Club jetzt mal was zeigen? So. Dann halt nochmal. Willkommen. Hallo. Ihr kennt das Büro ja mittlerweile. Na? Lobst du die, die gut drauf sind, auch oder eher nicht? Wir könnten es mal versuchen, ob es was bringt. Die zwei Tore, die nicht spielen. Sehr schön. Die haben immerhin eine gute Form, woher auch immer die kommt. Muss aus dem Training sein. Ja, die mit Form 10 spielen aber bis auf Thior fast alle nicht im Moment, ne? Mhm. Sörensen hat auch jetzt zum ersten Mal seit längerer Zeit mal wieder gespielt. Naja, gut. Okay. Mal schauen, was es bringt. Ja, komm. Fanclub-Treffen, da sind wir dabei. Lieber vorm Spiel als danach. Zum Glück ist die Anreise nicht so furchtbar weit. Ich merke da so einen dezenten nein. Negativismus. Wir gehen super rein und es wird. Wir gehen super rein. Das, ja, wird und schon total irgendwie werden. Zerstört raus. Das wird schon irgendwie werden. Ich meine. Wie beim letzten Mal war das heute schlecht. Du müsstest es doch schon langsam wissen. Will an sich arbeiten. Das hast du letztes Mal auch schon gesagt und es hat nicht so wahnsinnig funktioniert. Kannst du vielleicht ein bisschen besser an dir arbeiten? Das Spiel war Mist. Scheiße. Ja, Bennis, du hast gar nicht gespielt, oder? Das Spiel war scheiße auf der Bank. Wir haben ihn eingewechselt, richtig, ja. Aber richtig besser war das jetzt auch nicht nach 46 Minuten. Nee. Gut, es ist keine 4,5. Doch, er hat sich verbessert. Schlecht. Er hat sich von 4,5 auf 4,0 gesteigert. Wow. Danke. Ich wie da immer. Da müssen wir nochmal reden, Herr Walburig. Marketing kann ich. Ja. Kann man sowas gezielt eigentlich nochmal lernen? So? Gibt es da nicht auch einen Punkt? Gibt es da nicht auch einen Kurs? Nee, in deinen Fähigkeiten meine ich. Sie fühlen sich hundeedel und müssen zum Arzt. Der schaut sie vorwurfsvoll an. Müssen wir schlafen, dürfen sie nicht so aufregen. Bitte nehmen sie nicht mehr mit diesem Dago mehr auf. Der ja, macht gut, sie ich völlig mein... fertig. Oder sie spielen einfach nicht mehr gegen Bayern. Geht auf. Noch vor dem Bayern-Spiel. Läuft bei uns. Ja, wobei, ich glaube, Mateta macht heute zwei Tore. Hakuna Matata. Da geht halt nur 6-2 aus, weißt du? Maul. Ja. Wie spielen wir denn? Ich denke mal, arg viel mehr. Also, wir könnten es höchstens Spanish wieder von Beginn an bringen. Das würde gehen. Aber so richtig, weiß nicht. Hatte mich jetzt beim letzten Mal so nicht wirklich überzeugt, aber der wäre halt fitter, glaube ich. Ne? Ja, so ein bisschen fitter als der Klimowitz wäre schon. Na lieber, wenn man so will, Klimowitz als Joker bringen. 8,3 war schon das Beste, glaube ich. War nicht irgendwo 8,5 gerade noch? Ja, habe ich zumindest nicht gesehen. Nee, müsste eigentlich 8,3 sein. Okay. Das steht man halt daher, ja, okay. Wow. Dieser Unterschied. Passlack?
Okay, ja, passt. Dachte, der wäre LAV, aber... Hm. Nee, der ist Handwerker für LAV. Ja, schon. Zum Glück. Du kannst ihn nicht noch schlechter machen auf der Seite im Moment. Ja, passt eigentlich. Ja, ich glaube, viel besser können wir nicht. Ich meine, ich kann natürlich auch die ganze Flakpfeife reingeben. Weil wenn's eh egal ist, oder was? Ist egal. Hier ist jetzt das Trainingsspiel. Defensiv mit langen Bällen. Ja, war mir nicht irgendwas mit Konter? Nee, ne? Vor der Attacke. Ja, logisch. Bus vom Tor parken. Verlockend. Konter gibt's gar nicht, ne? Nee, irgendwie nicht. Das musst du hier rechts einstellen bei Sonstiges. Mhm. Aber da sind wir gar nicht so schlecht bei Konter, muss ich sagen. Also, ja, ist gekonnt. Das Konter mal. Ja. Konter Concordia. Alter. Ich habe letzte Folge gesagt, das war's nicht für diese Folge. Wir können uns da doch nicht einfach so bremsen. Und Facepalm brauchst du jetzt auch nicht machen vom Bildschirm. Ach, nein, nein. Genau einmal pro Halbzeit. Das war auch. Genau einmal. Nicht so, 3, 2, 1, jetzt! Ja, aber wir haben den Ball gar nicht. Vorbei! Oh. Oh. Ja. Ja, dann machen wir es später. Dann zweite Halbzeit nochmal. Sporadisch als Überraschung, ja, komm. Ja. Pressing, ja, ja, passt. Passt für die Häufigkeit. Dann schauen wir mal, dann lassen wir uns doch mal. Die Musik klingt noch so positiv. La la. Ja, gut, der Marktwert jetzt ist halt. Ja. Ach du Scheiß. Ja. Dumm-di-dumm. Ach du ja, Heilige, ey. Oh mein Gott. Das kann eigentlich nur, weiß ich nicht. Also, schlechteste von denen ist. Offene Rechnung. Die mit uns und wahrscheinlich wir mit ihnen, oder? Also, ich kann es mir jetzt nicht anders vorstellen, weil. Wild entschlossen, wie die auf uns zukommen. Und wir mit der Hand, wir nehmen uns so die Hand. Bitte, na, nicht zu Face. Vorbeigehen. Nicht zu Face, bitte. Das ist doch das nächste Departitur. Ja, gut, komm. Ein bisschen wie bei Game of Thrones als. So sieht das aus, wie der Jon Snow gegen die Boltons war. Ja, und er steht alleine da und die Boltons kommen an. So ähnlich. Ja, komm, lass uns reingehen, es hilft ja nichts. Mhm. Ich setze meine Hoffnung immer noch auf Geis in der zweiten Halbzeit. Geil. Der die Flanken, der einfach die Flanken, ja, also, ne? Weißt du Bescheid. Irgendwas, das hier vielleicht? Ja, nur gegen den absoluten Erzrivalen. Gegen wen denn sonst? Außer gegen die Bayern, oder? Keine Fokuspunkte mehr verfügbar für den Rest, okay. Alles klar. Aber die Wirksamkeit ist gut. Ja, nicht schlecht. Kann ich noch einzelne Leute rauspicken? Ja, aber viel Glück ist halt so... Weiß ich nicht. Ja, Mensch, viel Glück. Das ist ein Spieler von uns. Schon, ne? Du wünschst ihm, ja. Also, du kannst es natürlich hier bei Nübel, kannst du das sagen. Ja, viel Glück. Bück dich nicht so häufig. Hab Spaß. Das Geile ist, ich kann Nübel gar nicht Nübel sagen. Nee, Nübel. Warum das denn? Ja. Die sehen doch, gegen wen wir spielen. Du kannst höchstens sagen, Hack, das wird dein Spiel. Aber. Achso, weißt Nübel du, warum du Nübel nicht ansprechen? Ja, ich wollte gerade sagen. Deshalb kannst du Nübel nicht ansprechen. Genau deshalb kannst du Nübel nicht ansprechen. Das wird heute nicht dein Tag. Denn du spielst heute nicht. Kann man nochmal wechseln? Aufstellung nochmal ändern? Robin Hack, viel Glück. Wird heute dein Tag. Ja, komm. Die Frage ist, was passiert, wenn nicht? Dann wird es ein Schlag. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Guck mal, Hansi Küppers. Oh, guck, 7 Minuten ohne Tor. Yay. Alaba, wie unrealistisch. Wie unrealistisch Alaba bei Bayern.
Das ist ja voll 2021. Ja, naja. Juni. Nein. Oh, dass der nicht schießen kann. Hust, noch nicht. Nein. Oh. Abseits. Ich wollte gerade sagen, können die das nicht aberkennen, sowas? Ja, aber es läuft besser als erwartet, ehrlich gesagt. Also ja. So auf dem Papier. Noch nicht so schlimm. Ja, aber das Problem ist, zweite Halbzeit ist noch nicht gespielt, ja, ich weiß. Aber. Fußballfloskel. Ja. Wow. What? Wow. Was? Ja, ist halt ein Edda-V. Achso, ja, stimmt. Da hast du jetzt wieder recht. Haben wir kein RAV dabei? Ich glaube nicht. Kann Tong kann irgendwer? Kann Chong das spielen? Passlacken. Nee, Chong kann das auch nicht spielen. Ach du Scheiße. Ja. Handwerker? Handwerker kann nicht RAV, oder? Nein. Also, wenn dann sehr weit hinten. Okay. Ja, naja, dann gut. Nicht. Dann ja, halt Passlack. Vom Fitnesslevel geht's eigentlich noch. Ja, ganz gut dabei. Die sind bisher auch nur hinterhergelaufen, gefühlt. Also von dem her. Wobei man ja sagt, da braucht man mehr, ne? Alter, Schmidt und Bennis. Oh, ich hole ich mir mal raus. Passlack hat ja fast sich gesteigert mit der 3,5, obwohl er eine gelbe Karte hat. Also. Ne? Ne? Ich will gleich nochmal ankacken. Und gerade das offensive Mittelfeld, was ja jetzt nicht so unwichtig ist im Spielaufbau. Beide halt eine 4,5 ist. Na. Klimowitz, ne? Dass Mateta eine 4 hat, wundert mich nicht. Der kriegt ja keine Bälle. So wirkt es zumindest. Jetzt muss ich mal gucken. 73 Fitness haben die noch. Ist immer noch mehr als Klimowitz. Hm. Ja, komm, dann. Ist zur 60. oder so. Bei Klimowitz müssen wir mal gucken, wie wir den wieder hochkriegen, weil der hat ja, also klar, im letzten Spiel hat er eine Halbzeit gespielt, aber ich meine, oh Gott. Ach du Scheiße. Geht ja super los. Auf was hinauf? Hallo, wir sind doch auch auf dem Platz, oder? Ja, als Zielscheibe. Es wirkt im Moment irgendwie nicht so, als wären wir auf dem Platz, ehrlich gesagt. Warum ist denn Eggestein jetzt da so? Hä? Was? Hä? Was ist da denn passiert? Ich bin verarschen, Alter. Hast du zufällig gesagt, dass der alles machen darf? Der Co-Trainer darf wieder mal saufen. Alter. Hä? Ja, genau. Er schlägt uns dann noch vor, dass Matteo Klimowitz einzuwechseln. Grundsätzlich ist der Gedanke richtig. Ja, dann noch als Vierten da vorne. Aber ja, dann nimm einfach Mateta raus und noch einen Vierten dazu. Dass die sich einfach über die Füße stolpern oder was. Aber ey, wo ist denn der RAV weg? Hä? Hat der gelb-rot gesehen? Das hätten wir doch gesehen. Hat er den ausgewechselt? Für Eggestein? Wir haben doch nur laut gedacht. Aber vor allem, warum? Passlack. Der ist auch gar nicht mehr da. Passlack ist weg. Aber wir haben doch nicht gesagt, wechsel aus. Vor allem hätte ich doch nie gesagt, hier nimm Eggestein in die Mitte. Nimm einfach den RAV raus und wechsel noch einen dritten OM ein. Klar. Fuck. Das klingt sehr nach uns. okay. Ja, gut. Ich kann mir als Rechtsfuß höchstens noch mit zu Chong irgendwie zurückziehen. Ich weiß ja nicht, ob der irgendwas da hinten kann. Naja, besser als Mola. Was hattest du gesagt? Wen probieren wir? Handwerker darüber vielleicht? Keine Ahnung. Oh nee. Mein Gott. Nee. Ich nehme mich sofort zurück. Keine Ahnung, willst du Mafropanus mal ausprobieren, ob der irgendwie rechts ein bisschen was kann wenigstens? Oder keine Ahnung. 6. Wir müssen jetzt echt raussuchen, wer es am besten kann. Tatsächlich. Ach du Scheiße. Mafropanos? Mein Innenverteidiger ist mittlerweile eh. Ja, naja. Ja, komm. Dann dafür einen Innenverteidiger Sörensen rein oder irgendwas? Mhm.
Es kann eh nicht schlechter werden. Also, wir kriegen jetzt komisch, dass es bisher nicht lief. Ich weiß auch gar nicht, wie das bei der Aufstellung zustande kommt. Vor allem, du kannst es jetzt ja auch nicht mehr ändern, oder? Dass der vielleicht wild wieder rumwechselt gleich. Du kannst höchstens die drei Wechsel jetzt noch schnell benutzen, damit er da wenigstens nichts mehr einwechseln kann. Irgendwas Dummes. Selbst wenn er sich wieder auf blöde Positionen setzt. Aber ja, Mateta, ich weiß nicht, mit Gelb. Ich wage zu bezweifeln, dass der Ball dann auch nach vorne kommt, aber. Ach, Klimo, wie sollte man machen, weil die anderen so scheiße sind. Ja, also diesmal Schmidt rausnehmen. Mhm. Geis. Was soll passieren? Ja. Ja, komm, dann. Früchtel auch auf der 6? Nein, Quatsch. Es ist eh schon, weißt du. Rache! Ja. Angriff Bayern. Angriff FC Bayern. Läuft bei uns. Der kann nur daneben gehen. Der geht daneben. Ja, das sollte nicht für Nübel gelten. Der geht daneben. Was war das für ein Kopfball? Och. Jawohl, Matteo. Auch noch ein. Ja, das ist alles. Aber was war das für ein Kopfball von Mafropanus nach hinten? Logischerweise, wie man es halt so macht. Schön. Ja, witzigerweise, seitdem wir gewechselt haben, läuft es irgendwie zumindest besser nach vorne. Ich will nicht sagen gut, aber besser. Was macht ihr denn? Hackentrick im Mittelfeld? Rache! Also ein 4-2 hätte halt deutlich schicker ausgesehen. Ne? Mie. Ja, gut. Wir halten fest, es war nicht mehr drin. Wir sind trotzdem noch einen guten 6. Platz aktuell mit 13 Punkten. Köln hat noch verloren, oder? Es wirkt so, ja. Ne, unentschieden. So kommt das zustande. Stuttgart-Freiburg, ui. Aber die hatten wohl Glück, die Freiburger. Wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Naja, gut. Ja. Aber hey, ist okay. Um nochmal eine Floskel rauszuholen, gegen Bayern kann man verlieren. Gegen Bayern kann man mal sich rasieren lassen. Dann lieber einmal 4-1 verlieren und den Rest wieder jeweils 1-0 gewinnen oder so. Da hat Nübel gleich eine negative Dinge hier. Aber was Nübel mit, das mit hier? Training 3,0 immerhin. Ja, ich meine, ist eher einer der positiveren Handwerker. Wer? Mit Nübel? Hier mit Trainingsnote. Der ist der Einzige, der sich nach hinten verletzt. Warum auch immer er dann eine Trainingsnote von 3,0 hat, fragt mich. Note 5,5. Was denn eine... Achso, das ist die vom Spiel, oder? Ja, das ist die vom Spiel. T-Note ist Trainingsnote, oder? Ja, oder die T-Note. Ja, die A, B, C, D, T-Note. Ja, genau, ich verstehe. Die Kaffee-T-Note. Ah. Okay. Ah, was ist denn das? Kannst du jetzt auswählen, wo er spielen soll, oder was? Hä? Neue Position. Geh mal auf OM. Und jetzt? 9,2? Hä? Ach, HS ist neu. Oder? Hä? Nee, da steht neu. Ich kann irgendwo anders. Nee, OM ist neu. Okay. Wenn du jetzt auf OK klickst, ist wahrscheinlich hier die neue Position OM. Ist das die Hauptposition oder Nebenposition? Wahrscheinlich die Hauptposition, würde ich sagen. Aber hat er eine Nebenposition überhaupt? Ja, dann ZM wahrscheinlich. Oder? ZM ist wahrscheinlich dann die Nebenposition, oder? ZM, OM, HS. Hä? Okay, ich bin verwirrt. OM? Okay, schauen wir mal. Klick mal weiter und guck mal, was dann weiter passiert, wenn wir gleich in der Übersicht sind. Ich denke nicht, wie ich versprochen. Kann man, glaube ich, gar nicht erfüllen, oder? Ich glaube auch nicht. Also, zumindest war das bei mir immer irgendwie sowas. Also, jetzt bin ich aber mehr. Weißt du? Ja. Hä? Das ist wieder wie mehr Geld. Ja, aber doch nicht so viel. Das ist das Doppelte überall. Hühnerhorn. Hackt's bei dir? Hackt's. Aber ich hab Form 10. Wow. Du hast gleich keine Töne mehr. Ich wollte gerade sagen. 330. Ja. hier, Mann, komm, schlag ein.
dann komme ich halt gar nicht entgegen, weißt du? Ja, dann bleib da halt unbehauen. So. Komm ich dir mit dem Bus entgegen? Darfst du gleich trainieren hier? Wir haben kein Spiel diese Woche. Ist wahrscheinlich Länderspiel, wahrscheinlich, ne? Okay, na dann gehen wir doch auf. Kann er verbessern. Trainingsfrei, weißt du? Oh, ja, nach den tollen Leistungen. Nee. Gehen wir doch gerne trainingsfrei. Ja, ich würde es eher anders interpretieren. Ich will euch nicht mehr sehen diese Woche. So. Geht mir bitte aus dem Weg. Ach, jetzt hätte ich echt Fitness machen können. Ja, da musst du das Training vielleicht umstellen. Mhm. Wir können ja das unser ist ja eigenes. So nicht. Ist ja zum Glück nicht so schwer. Nein. So, wie schaut es denn aus? Ach, Form 4. Ja, das ist ja schön. Liebe ich, gut, dankeschön. Besten Spiele ever, haben sie gezeigt die letzten Male. Ja, akzeptiert ihre Kritik und möchte sich bessern. Ich will dran arbeiten. Ja. Geht aus dem Raum. Was wollte ich gerade? Ja. Ich hatte die Kopfhörer oben. Ich glaube, er hat mich gelobt. Wildes Gestikulieren ist immer ein Zeichen für Lob. Ich hatte die Kopfhörer drauf. Eieiei. Alles klar, aber die haben alle ein bisschen verloren, ne? Ja. Ich glaube, das ist gefickt werden von den Bayern war nicht. Aber das hätte ich eher auf die Moral geschlagen und nicht auf die Form. Aber gut. Gut, Form und Moral, ja. Ja. Geht schon ein bisschen einher. Ja, schon ein bisschen, aber es geht. Zumindest greift es ineinander über. Gibt es eine extra Moral eigentlich? Swag? Was ist denn der Swag-Faktor? Okay, ist das irgendwas so Vermarktung? Irgendwie Swag. So, weißt du? Alter. Ui, man täter. Täter hat ein bisschen Swag. Oh ja, gar nicht. Ja, aber das würde zur Frisur passen, für Vermarktung, weißt du? Wie willst du so ein Vogelnest vermarkten? Ich meine, halt, klar, du kannst Vogelfutterwerbung machen oder so. Pfeifer, uiuiuiui. Ja, es ist. Okay. Interessant. Auch diese taktische Ausbildung, hä? Was soll uns das sagen? Dass manche einfach scheiße sind. Ich glaube, taktische Ausbildung ist so ein bisschen halt, wie sie Veränderungen der Taktik aber aufnehmen, oder? Zumindest gab es das im Manager früher auch und da war es, glaube ich, sowas, dass sie, wenn du irgendwas umstellst, dass sie das leichter verkraften, in Anführungsstrichen, wenn die hoch ist. Ah, okay. Na, das könnte sein. Hatte sich Becker nicht neu verletzt? Ja, aber ich finde, da könnte Gary auch mal was zu in die Kommentare schreiben. Wieso steht da besucht? Ja. Weil ich ihn damals mal besucht habe, vor Ewigkeiten. Oder? Du hast ihn mal, ein einziges Mal hast du ihn auf jeden Fall schon mal besucht. Ja, dann bringt die aber schon auch nicht so wahnsinnig viel, diese, oder? Ja, nee, nicht so wirklich, oder? Weil es ist sehe ich das jetzt falsch? Der hat sich doch neu verletzt. Du warst seitdem, wie jetzt aufnehmen, noch nicht bei ihm. Weiß ich es nicht mehr, aber... Du warst jetzt, seitdem wir hier wir aufnehmen, warst du nicht bei ihm. Der hat sich ja verletzt, währenddem wir aufgenommen haben. Von dem her... Nun. Bei Bayer weiß ich es nicht. Das war ein anderer, oder? Der sich verletzt hatte. Das war Becker, der sich verletzt hat. Nee, es hatten sich ja zwei verletzt. War das Bayer? Von 14.8. Was haben wir jetzt für ein Datum? 11.10. War es nicht Mühl? Nee, Mühl war schon länger nicht mehr. 1. Adams. Okay. Adam, ja genau. Ja, schon wieder fit. Stimmt. Na gut. Sorry, so schnell sind wir nicht. Tätschel mal kurz den Kopf. Bayer war dazwischen. Klatsch mal kurz am Kopf. Und auch geht's dir wieder besser. Ist halt nicht gut für den Zweckfaktor. Ja. Was auch immer. Ja. Ja, okay. Dann gehen wir mal in die Woche. Wochenplanung. Sonst noch irgendwas zu machen? Ja, wie gesagt, Präsidium liebt uns.
es reicht schon, wenn wir zu eher. Du bist aufgestiegen und solltest denn nicht den Abstieg verhindern, glaube ich, oder? Du stehst aktuell auf Platz 6. Mhm. Kann man aber zufrieden sein, finde ich. Wieso sind sie 15? Ja, kann man leicht zufrieden sein, finde ich. Auch wenn die so böse sehen, böse ausgucken. Ja, das ist, glaube ich, ein Präsidium muss so gucken erstmal, dass du dich nie sicher fühlen kannst. Dich stets angestachelt fühlst, weiterzumachen. Okay, dann machen wir weiter. Ja, das kann ja nur. Ne? Ja. Nein, ich sag das jetzt nicht nochmal. Die Musik wieder. Die fand ich vor Bayern auch schon zu positiv, aber gut. Die ganze Zeit so ein finde ich halt auch nicht gut, weißt du, wenn das schon so. Wünscht sich eine Gehaltserhöhung, ja. Genau. Wie kannst dir was wünschen? Ja, Hier. Oder? Nee. Nee, das ist die Philosophie. Ja, wow. Ja, es ist Ausdauerlauf, ist sowas zum Beispiel. Ja. Meistens die roten. Kannst du eigentlich fast schon, ja. Kannst du fast schon davon ausgehen, dass das eigentlich immer. Hüt! Ist ein Hüt? Hüt! Das ist der Hüt. Wahrscheinlich ist auch das mit der Stärke da, oder? Ja, genau. Mhm. Ja, dann. Fangen wir mal mit Gymnastik an. Dann machen wir Hüt! 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 Haben wir noch? Noch Sprints. Hinten? Sprints, Steigerungsläufe, klingt alles gut. Trainingsparcours. Krafttraining. Die werden es so hassen nach der Woche. Was soll ich machen? Chairman ist da und so, weißt du? Ich muss ja mal was zeigen. Ja. Hüt! Hüt! Wo war es denn noch? Was gab's denn noch? Trainingsparcours. Ach hier. Was willst du? Ja, bin gerade ein bisschen verwirrt. Machen wir Krafttraining so. Regeneration auch am Ende dann? Ja, ganz am Ende nochmal. Einmal. Sollen sich ja jetzt nur nicht überdrehen und dann die Hälfte verletzen. Aber einmal Hüt geht noch. Ja, Ausdauer wäre grundsätzlich aber auch nicht so falsch, oder? Oder hast du es schon? Ne, hast du schon, ne? Ausdauer. Ne, weil gerade jetzt hier so Klimowitz, bis der wieder fit, also bis der wieder Fitness-Ding hat. bis der wieder Fitness hat, das dauert ja ewig. Also, wobei es war Frische, ne? Frische, ja. Bei dem war es Frische, aber vielleicht hängt es auch mit der Fitness zusammen. Weiß nicht, ob der verletzt war und ja, vielleicht. Mit der Ausdauer wahrscheinlich. Dass die Regeneration so lang dauert. Die Mischung wieder, macht's. Bis er wieder fit. Okay. Ja, wenn das Spiel solche Vorlagen liefert, ich bitte euch. Also, was soll man denn machen? Oh, loben. Ja, Entwicklung. Richtig gut. Mensch. Na, was reimt sich auf Nübel? Kübel, genau. Ist mit seiner Form nicht glücklich. Er hätte gerne noch weniger. Ich hätte gerne mehr Form. Ja, dann tu was. Ja. Nee, achso, das ist wieder Leistung. Naja, gut. Ja, okay, bei 5, ja, okay. Sag mal so, weißt du, wenn die Katze im Sack ist, dann kannst du draufhauen und trifft trotzdem den richtigen Punkt. Aber es ist halt. Achso. Grundsätzlich. Okay, 3,5, da muss ich wieder aufpassen. Er hat sich tatsächlich ein bisschen. Vielleicht du musst härter arbeiten. Mhm. Oder? Mhm. Will an sich arbeiten. Das kennen wir schon. Das kennen wir schon. Gute Besserung. Also guck mal, schon war alles voreingestellt. Den hast du ja auch schon besucht vor 16 Saisons. Ja, sag gleich wieder. Achso, hier war jetzt hast du alles richtig. Gelöscht. Ja, gut. Ja, ABM, sag ich da.
Da heißt es gleich wieder ein, also da steht immer, er freut sich über Besuch und wenn du dann weiterklickst, also sie waren schon sehr oft bei mir. Wo kommen sie denn so oft? Nein. Freundschaftsspiel. Nicht so hört, wie wir sind. Eigentlich nicht. Bitte nicht. Was passiert denn hier? Wieso passieren irgendwelche Sachen? Hast du das vielleicht unabhängig vielleicht irgendwie mit rübergezogen? Aus Versehen? Ich glaube, unser Trainer hat einfach gesoffen, der Co-Trainer. Ja, sie haben eine Woche frei. Das geht ja gar nicht. Kompetenz verloren. Ah, das passiert ja auch zum Glück so selten. Ja. Ja. Ja, Nübel hat immerhin nicht verloren diesmal. Hey. Mula, fast. Ja, und Bomb ist auch kurz davor. Ja, und Nübel hat immer, ja stimmt, hat immerhin mal nichts verloren. Naja, es ist so ein leichtes Weiß, erkenne ich. Ui, guck mal. Guck an. Wer ist denn Rott? Steven Rott. Das haben wir auch. Den kennt jeder. Ja. Freiburg. Nächstes Spiel. Galligkeit. Was ist denn Galligkeit? Galligkeit ist die Aggressivität, so ein bisschen. Also ein bisschen. Deswegen die Flammen. Die Schwerter, meinst du? Und Flammen. Achso, ja. Ja, so ein bisschen wie man eben auftritt. Lass uns mal gallig sein, heißt, und du gehst mit vollem Elan rein. Okay. Achso, okay, diese Rutschen da. Ja, genau. So oder er liegt Einsatz. Da. Der ist auch vielleicht nee, aber Spannung. Ja, genau, der ist gefault worden. Ah. Ja, das ist. Herr Klimowitz, die Frische ist jetzt wieder okay, die Kondition ist kacke bei ihm. Ja, das meine ich ja, weißt du? Ich glaube, das ist grundsätzlich ein Problem bei ihm, oder? Ja, wir haben doch extra so viel Hüt trainiert. Ja, lassen wir mal Geiligkeit. Ja, Klimowitz finde ich auch okay. Der kann mal an sich arbeiten hier, der Herr Klimowitz. Ja. Ja. Ach Mensch, schon wieder 32 Minuten vorbei. Es geht aber auch wie im Flug. Wenn man Spaß hat. Ja, Freiburg. Machen wir das dann in der nächsten Folge oder willst du die noch fertig machen? Das Spiel mal eben. Die war ja noch platt. Die Freiburg machen wir noch platt. Ja. Wie du magst. Also ich grundsätzlich eher gesagt in die nächste Folge. Aber das ist natürlich dein Kanal, von dem her. Come on. Bing. Ich will das von der Musik gut fassen. Ja. Geht eh gleich wieder los. Stimmt, den Mola wollte ich mir nur ganz kurz anschauen. Achso, ja. Und wir den Benisch wollten. Also nee. Haben wir uns den jetzt nochmal angeguckt? Aber die Hauptposition ist immer noch ZM. Also, war auch richtig gut. Was auch Sie immer da jetzt. OM auswählen, das bringt aber nichts. Stand da nicht neue Hauptposition? Stand doch da, oder? Neue Position gelernt, oder? Achso, ja gut. Aber immerhin wird es mal angezeigt. Ist ja auch mal ein Fortschritt. Gut, vielleicht ist es von der dritten, also von der zweiten auf die erste gewandert. Das kann sein. Also auf die erste Zusatzposition, ja, das kann sein. Dass das, was wir wollen, dass es irgendwann mal Hauptposition wird, auf dem Weg langsam kommt. Irgendwann mal. Ja, aber es ist besser. Wir haben uns ja auch gewünscht, dass das mal irgendwo steht, dass das passiert. Ja, auch, ja, wenn es komisch da steht. Es wäre natürlich schön, so einen gewissen Balken zu sehen im Sinne von ändert sich in so und so viel Spielen oder so, wäre auch ganz nett, aber gut. Wäre nicht verkehrt. Ja, 7,9. Ja. War der vorher aber auf 6,9? Ernsthaft? Nee, oder? Auf 7,1 oder so, also halt naja, noch das eher, sein. Eher auf 6 als auf 7. Mhm. Also auf 8 ist er jetzt ja. Auf 7 noch als auf 8. Ja. Ja gut, aber. Ich weiß es so. Aber das Problem ist, wir haben doch eigentlich noch einen RAV, oder? Den müssen wir auf jeden Fall auf die Bank setzen, würde ich mal sagen. Noch. Meinst du? Falls unser, weißt du, dann hat unser Co-Trainer wenigstens eine Möglichkeit, den auszuwechseln, wenn er da Bock drauf hat. Ja? wenn er Bock drauf hat. So. Theoretisch soll das am besten gleich lassen, das wäre noch schöner. Aber das Problem ist halt, naja, du weißt, wie es ist manchmal. 24, okay, aber wenn, das ist noch lang genug.
Ja, wenn ein Bomb jetzt natürlich das Upgrade kriegt, könnte auch wieder ein bisschen eher eine Alternative werden, mal wieder, ne? Ja, ich hatte gerade überlegt, wegen Vertrag verlängern. Ja. Wenn er noch günstig ist, aber der hat bis 24. Das wird schwierig. Ja. Ja. Hey, hier Nübel, der hat sich's absolut verdient. Nicht. Bayer ist, glaube ich, der zweite, ne? RAV, der ist verletzt. Ja. Ja, RAV ist. Ist gut, knapp, dass ich ja, da noch jemanden verkauft habe auf der Position. Das war doch der mit der Ausstiegsklausel, oder? Ja, genau. Du hattest ja auch noch einen auf der Ding, der dann leider zu teuer war. Denn, wie heißt er? Ach, der früher mal bei Leverkusen war. Der ganz knapp war. Nicht gekommen ist. Wengoman. Den hast du verkauft, ja, aber ich meine den... Nee, Wengoman hatte ich nie. Nee? Nee. Retzos war den, den du kaufen wolltest. Ja, das kann sein. War der da gerade? Ich habe ihn kurz gesehen, da. Stimmt. Ja, will immer noch nicht. Ja, Alter. Schade. Schade, schade. Mhm. Das wäre ganz praktisch. Wann ist wieder? Ja, okay, 2 Monate noch. Wann, das wäre definitiv auch einer, der bei uns sofort spielen würde. Ja. Okay, auf der. Na ja, gut, da gibt es halt nur Flaschen. Ja. Nicht mal ein RAV dabei, wirklich. Also es ist. Margret, da kann das auch nicht mitspielen. Kein einziger RAV dabei. Das ist natürlich... Läuft. Da kommt lange nichts mit RAV. Nee. Gar keiner, nicht mal einer. Nicht mal die da hinten mit 12 Jahren. Ja, Mensch, die Zukunft vom Club gesichert, würde ich sagen, mit dem RAV. Aber hallo. Weil immerhin ist Jordan Bayer erst 21, ne? Das ist... Das ist ja immerhin was. Aber wenn er verletzt ist, bringt uns das halt nicht so viel. Und er ist halt im Moment auch noch keine Alternative. Verletzt. Ach, noch zu lange. 9 Tage. Ja, das reicht nicht für Freiburg. Bäger wäre fit. Wenn es dumm läuft, reicht es noch nicht mal fürs nächste Spiel. Wobei, das müsste eigentlich klappen, ne? Also Pfeiffer vielleicht. Ja. Man ist auch nicht Pfeiffer. Wenn er 6,8 halt seine Hauptposition ist, dann weißt du, was er auf RAV kann. Ja. Oder eben nicht kann, aber. Ja. Mein Passlack ist schon fast eine Stärke schlechter auf RAV. Ich glaube 7,9 hat er, ne? 7,9? Auf RAV? Ja. Ja, kann hinkommen. Aber halt immer noch besser als Pfeiffer. Ja, gut, klar. Das ist schwierig. Na gut, ne, schauen wir uns das an in der nächsten Folge. Es geht ja auch nur um den Backup, falls irgendwas gelb-rot gefährdet oder was auch immer. Dann lieber mit dem schlechteren weiterspielen als zu 10. Also, naja. Gut, aber ich würde sagen, nächste Folge. Ist das neu? Bestimmt. Muss. Ja, ja. Party organisieren, ne? Nachdem wir von den Bayern gevögelt wurden. Es kann ja nur besser werden. Okay, na dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke den Dago fürs dabei sein. Sehr gerne und ja, bis zum nächsten Mal. Die Freiburg. Ciao. Ciao. Ciao.